Die ganze Website ist komplett neu. Es ist architektonisch neu gemacht. Wir haben das Design neu gemacht. Wir haben sehr viel, wie ich es gesagt habe, in der Präsentation, sehr viele Services integriert. Wir nutzen die Services, wir sind viel effizienter geworden. Und es ist einfach der Inspirationsteil. Wir haben die ganze Schweiz abgefilmt, das ganze Jahr lang, 48 Filme produziert, um wirklich die Leute reinzuziehen. Jeden Monat, in vier Jahreszeiten, können sie Landschaften, sie können Städte, sie können Berge, Seen und so weiter erleben. Und das nicht nur auf dem Desktop, Smartphone und Tablet, sondern auch in den VR-Brillen. Sie haben Artificial Intelligence erwähnt. Wo fließt die ein? Jawohl, das ist ganz am Anfang natürlich das Produkt. Wir haben das gebraucht, um Bilder in der entsprechenden Größe automatisch können zu formatieren. Das heisst, wir haben 80.000 Bilder und wir brauchen pro Bild brauchen wir ein Querformat, ein Hochformat, ein Quadratisformat, ein Kleinformat und so weiter. Und die Software tut mit Machine Learning erkennen, weil es ist der wesentliche Inhalt von dem Bild. Und tut das dann so zurechtschneiden. Und sind natürlich extrem effizient geworden und haben Kosten gespart. Und welches war die grösste Herausforderung, das Portal ganz neu zu machen? Die grösste Herausforderung, die wir sagen, das wird vielfach unterschätzt, das war die Accessibility. Das heisst, Zugang für handicapierte Personen, das sind also Sehbehinderte, Blinde, aber auch motorisch handicapierte oder ältere Leute. Und da hast du wirklich im Front, muss da extrem viel gemacht werden, dass man wirklich die Webseite kann ohne Maus bedienen kann, mit Screenreader lesbar ist. Und dass sie auch die Kontrast stimmen, das wird vielfach unterschätzt. Oder? So eine Schrift über das Bild legen ist nicht ganz so einfach, weil sonst kann es ein Sehbehinderter nicht mehr lesen. Und das war wirklich eine der grössten Challenges gewesen. Der zweite grosse Challenge war die ganze Migration gewesen. Von der alten Webseite die Daten, von der alten Webseite die 18.000 Seiten, die historisch gewachsen sind, die in eine neue Struktur überzuführen. Alle Daten sind jetzt nur noch durchstrukturiert und noch in ein neues System nicht tun. Da haben wir vor 3 Jahren angefangen damit. Und was heisst jetzt das für Partner? Was dürfen Sie erwarten? Für Partner haben wir ab 2020 haben wir da den ganzen Content Hub, den wir dann zur Verfügung stellen. Da kann der Partner ihren Content, den sie bei uns drin haben, in bis zu 16 Sprachen, können die rausziehen, bei ihnen weiterverarbeiten, anreichern und nachher dann auf ihrer Webseite selber wieder brauchen.